Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Deutschen Exports-Kanal. Mein Name ist Oliver. Ja, und heute geht es in die zweite Runde von seltene PEGI-Spiele. Ich stelle euch seltene Xbox One-Spiele vor, die es auch teilweise zumindest für die PlayStation 4 gibt. Und fangen wir gleich mal an. Hier haben wir Pac-Man in der Championship Edition Teil 2. Da gibt es ja noch ein paar Extra-Spiele dazu: Galaga, Pac-Man und Dick Duck. Genau, Dick Duck war das. Ja, und diesen Titel gibt es nur als PEGI, habe ich über eBay damals gekauft, war nicht teuer. Ich glaube, es kostet immer noch so um die 15 Euro. Dann kommen noch ein paar Einfuhrkosten dazu. Gibt es als Download-Titel, aber nicht als Retail-Version. Und für die PlayStation 4 weiß ich jetzt gar nicht. Ich meine, gibt es, glaube ich, auch als USK-Version. Also, wer so ein bisschen auf Retro-Spiele steht, für den ist es genau das Richtige. Ich war ja damals großer Fan von Galaga. Den Automaten halt, kennt wahrscheinlich keine Sau mehr, aber ich bin ja schon ein bisschen älter. Ich habe daran einige D-Mark-Stücke verloren so und Dick Duck natürlich auch so. Pac-Man hatte ich damals auf dem Atari VCS. Und ja, ist halt so eine Klassikersammlung, eine kleine. Ne? Aber macht auf jeden Fall Spaß. Und wer so ein bisschen auf Retro steht, der sollte sich den Titel mal angucken. Als nächstes habe ich, kennen wahrscheinlich sehr viele, Inside und Limbo. Das ist von den Spieleentwicklern, die kommen aus Dänemark, Playdead. Und ja, gibt es USK für die PlayStation 4, aber für die Xbox One nicht. Ich hatte es ja schon in dem vorigen Video gesagt, dass viele Titel, oder nicht viele, aber einige Titel, gerade kleinere Titel, die gibt es hier nicht für die Xbox One, weil die Auflage sich für die Publisher einfach nicht lohnt. Denn die Xbox One ist ja hier in Deutschland nicht so verbreitet wie jetzt in anderen Ländern, die USA natürlich oder England auch. Und deswegen sagen die sich natürlich jetzt bei so kleineren Sachen, so Call of Duty oder Assassin's Creed oder so, da natürlich nicht. Ja, okay, da machen wir keine Retail raus, bringen wir nur als Download raus. Und ja, witzigerweise habe ich dieses Spiel in meinem letzten Dänemark-Urlaub gekauft, da gab es das. Soll auch irgendwann mal als Retail in Deutschland erscheinen, zumindest lese ich das seit einem Dreivierteljahr bei Amazon. Aber irgendwie glaube ich nicht mehr daran, weil der Titel ja auch schon ein bisschen älter ist. Gibt es auch, meine ich jetzt, beide Spiele für die Nintendo Switch und sollte man sich auf jeden Fall zulegen, egal für welche Konsole, weil die lohnen sich wirklich. Ist so ein bisschen Jump'n'Run, aber hauptsächlich ist es so ein Geschicklichkeits-Puzzle-Spiel in beide. Sehr ungewöhnlichem Stil, aber sehr schön, wie ich finde, und lohnt sich auf jeden Fall. Wie gesagt, ich mache jetzt hier auch keine Tests von den einzelnen Spielen. Ich möchte die nur mal kurz vorstellen, und da sage ich halt ein paar Sachen dazu, damit man so ungefähr weiß, worum es geht hier. Dead Rising 3, das kennen ja sicherlich viele. Das ist auch in Deutschland, meine ich, indiziert. Der Teil 4 ist nicht indiziert. Teil 3, das habe ich, den habe ich von Games Only geholt, habe ich auch schon gesagt, dass ich da viele Sachen herhole. Und ja, macht auf jeden Fall Laune, aber auch nur kurzweilig, weil es ist halt so ein Hack'n'Slay quasi. So ist ganz witzig mal für eine halbe Stunde, aber so, also könnte da jetzt nicht 3 Stunden dran sitzen. Macht aber auf jeden Fall Laune. So, also als nächstes kommt ein ehemaliger Geheimtipp, mittlerweile nicht mehr. Ori and the Blind Forest. Ein super, super Spiel. Wer keine Xbox hat, aber unbedingt diesen Titel haben möchte, der kann sich das auch für einen PC holen. Für die PlayStation gibt es diesen Titel nicht. Aber ich sag mal, ein PC hat ja sowieso fast jeder. Also jetzt von den PlayStation-Besitzern, wer unbedingt dieses Spiel haben möchte, der sollte sich das für einen PC holen, wenn man sich nicht eine Xbox anschaffen möchte. Aber dieser Titel lohnt sich auf jeden Fall. Ist wunderschön gezeichnet, ist ein bisschen schwierig. Ist kein Kinderspiel, auch wenn es so aussieht. Ist doch ein bisschen schwieriger. Weil klar können das Kinder zocken, ist jetzt nicht brutal oder so, aber es ist von Schwierigkeitsgrad, denke ich mal, nicht für Kinder geeignet. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, echt empfehlenswert. Dieser Titel ist als Retail-Version auch verfügbar als Download-Titel. Als Retail eben nicht hier in Deutschland, habe ich von eBay aus Amerika für 20, 30 Euro. Aber ich denke mal, da steigt der Preis noch, weil den gibt es nicht mehr so häufig. Also das, denke ich mal, könnte eine Wertanlage sein, so wie der nächste Titel hier, Cuphead.
Ist für die Xbox One und auch für den PC nur als Download-Titel erhältlich. Und was er da jetzt sieht, ist eine kleine Mogelpackung, weil da ist gar keine CD drin. Und zwar ist da nur so ein Download-Code drin. Leider. Habe ich auch von eBay, ich meine sogar aus Frankreich, bin mir jetzt nicht mehr sicher, habe ich 30, 40, nee Quatsch, 30 waren sie, 40, 50 Euro bezahlt. Der wird auf jeden Fall eine Menge wert sein später, denke ich mal, weil das gibt es halt so nicht, war eine ganz kleine Auflage nur. Wie gesagt, ist eine Mogelpackung, ist ein Download-Code drin und ja, so eine Postkarte oder sowas, braucht kein Mensch, aber egal. Jedenfalls, der Titel an sich ist super, macht unwahrscheinlich viel Spaß. Habe ich mir als Download-Titel schon geholt. Und wie gesagt, wer keine Xbox One hat, aber vielleicht eine PlayStation oder PC, der sollte, wie gesagt, PlayStation gibt es nicht, ist klar, aber der sollte sich das dann für den PC unbedingt holen, weil es macht unwahrscheinlich. Das ist so ein Run-and-Gun-Ding, ne? Aber knackigen Schwierigkeitsgrad. Ja, das war's. Demnächst kommen noch ein paar dazu. Piggy-Spiele seltene, die habe ich mir über die USA bestellt. Und ein paar Sachen sind auch schon noch angekündigt, die es leider in Deutschland nicht als Retail gibt. Für mich als Sammler ist das immer schon sehr, sehr ärgerlich. Aber ich meine, ich kann es verstehen, dass die Publisher die Sachen hier nicht veröffentlichen wollen, weil sie wahrscheinlich dadurch auch Verlust machen. Trotzdem finde ich es ärgerlich. Und ich denke mal auch viele potenzielle Kunden, die jetzt in den Laden gehen und sich da vielleicht irgendwas spontan mal kaufen, gerade ich sag mal jetzt so Familienväter oder so, die sagen, okay, hier, wir haben eine günstige Konsole, das ist halt nun mal jetzt gerade die Xbox One S, so für 200 Euro kriege ich die neu und ich möchte mein Kind irgendwas kaufen, so, und ja, ich sag mal so ältere, ja, ältere ist jetzt Quatsch, aber viele gucken nicht unbedingt im Laden, jetzt im Store online, sondern die gehen halt in den Laden und kaufen sich spontan was und ja, was sie nicht sehen, können sie nicht kaufen, sage ich jetzt mal, und ja, selber schuld dann, ne? Aber wie gesagt, ich kann beide Seiten verstehen. Publisher halt auch, die würden da halt dann Verluste machen irgendwie und von daher, ja, müssen wir als Sammler halt andere Quellen gucken, ne? Also Internet gibt ja da einiges, aber es ist halt auch schwierig, sowas denn zu finden. Und das gilt jetzt auch mal für die PlayStation oder auch gerade für die Switch-Leute, die alles haben wollen, die müssen ja. Klar, kann ich bei eBay gucken, aber das Problem ist, ich brauche ja auch erstmal einen Titelnamen. Ich weiß ja gar nicht unbedingt, was jetzt veröffentlicht wurde in Japan oder in den USA. Und ja, da muss man erstmal ganz schön Recherche betreiben, ne? Und so geht es halt für die Xbox-Leute genau das Gleiche. Ist schwierig. Ja, würde mich mal interessieren, wie ihr das so macht. Ich, wie gesagt, gucke halt immer im Internet, aber es ist halt schwierig, wenn man gar keinen Titel hat. Ich möchte ja einfach nur gucken, was es jetzt so gibt und eine richtige, zuverlässige Quelle dafür zu finden. Also ich habe noch keine. Auch für die Switch, die ich habe, oder die PlayStation. Es gibt Play Asia oder Asia, wo ich dann ab und zu mal gucke. Und für die USA selber habe ich jetzt so eigentlich nichts. Da gucke ich einfach mal so bei eBay, was so da ist. So. Aber das immer alles zu durchforsten ist doch sehr schwierig. Ne? Also, oder langwierig so. Ne? Schwierig vielleicht nicht, aber es ist halt langwierig. Ja? Und ja, würde mich mal interessieren, wie ihr das so macht. Wie kommt ihr so auf seltene Titel oder sammelt ihr überhaupt seltene Titel oder nehmt ihr nur die Sachen mit, die es ja auch hier gibt? Und Sachen, die es hier halt nicht gibt, kauft ihr euch halt dann als Download so. Ja, oder wie macht ihr das? Ne? Würde mich mal interessieren. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Ciao.